Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Wirbelwind. Ja, in der letzten Folge habe ich mich ja schon fast echt, ja, es war echt, ja, wie soll ich sagen, ich habe mir echt halb in die Hosen gemacht, ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen. Ich finde die geil gezeichnet, geil designt, aber ich habe echt Schiss vor der. Ich habe wirklich echt Schiss vor der. Aber ja, sie ist leider noch nicht tot und die Kuppel stimmt noch mal wieder. Da kann ich sonst was drauf wetten. Aber ich würde sagen, ja, wir machen jetzt mal weiter. Ein bisschen Munition habe ich hier noch. Da oben, das konnte ich nicht nehmen, oder? Doch, das habe ich genommen. Okay. Also, da war ja wirklich alles bei mit Angstschrei etc. pp. Oh, die kommt doch gleich. Ich spüre es. Hi. Ich will jetzt nichts in die Reihen zwiebeln. Au! Toll. Der macht einmal so und ich bin tot. Was soll denn das? Das ist ein schöner Start. Ja, gut, okay. Laden wir mal nach. Ja, aber wie soll ich denn Rubik ausweichen, bitte? Mal so eine kleine Frage. Hallo und tschüss. Schade. Ich habe gedacht, ich kann mich so ein bisschen an ihnen vorbei schleichen. So von wegen, ja, komm mal erstmal, spawn erstmal. Okay. Wie soll ich den Typen denn bitte umbringen? Eigentlich in der normalen habe ich, glaube ich. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Was? Was bitte? Ach du Scheiße. Ja? Das muss aber wohl mal richtig wehgetan haben. Ich hab das, Leute. Ich hab das, Leute. Ich mache immer kurz vorm Kapitelende, mach ich einen Cut und beende die Folge, um dann ein paar Sekunden noch zu spielen und dann zu sehen, dass das Kapitel zu Ende ist. Ja, sorry, Leute, da bin ich einfach nicht drin. Ja, wir möchten definitiv speichern. Wir überschreiben das mal. So, dann sind wir auch schon bei Kapitel 5, Innere Tiefen.
Okay. Dann spielen wir mal innere Tiefen. Mich juckt schon wieder. Sorry, Leute. Es sind immer Da solche, will mich man. jemand unbedingt einweisen. Ja, da will ich unbedingt jemand einweisen. Ich war gerade am Erzählen. Ich wollte mal ein bisschen erzählen. Das sind immer hier meine langen Haare. Und hier oben habe ich nämlich ein paar kleine Antennchen. Das interessiert gerade keine Sau. Ich erzähle es aber trotzdem. Und die kitzeln mich dann immer. Und dann juckt es mich immer. Aber was können wir denn hier nehmen? Ach so, ein Kartenfragment. Ja, ein Kartenfragment. He's watching. We can't leave. Ja, gut. Okay. Tagebuch von Sebastian oder Sebastian Castellanos, März 2005. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger vor den Verbrechern geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Tja, das ist natürlich. Ja? Wow. Substanziell für mich am Arsch. Immer wieder schön. Jetzt sind hier auch drei Zeichen. Vorher war da ja nur einer. Ein Zeichen. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ja. Ist immer so. Ermittlungen stocken. Ermittlungen im Fall des Serienmörders stocken. Gemeindeverhalten optimistisch. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Mysteriös, mysteriös. Ja, komm, wir machen nochmal einen neuen Speicherplatz. So. Schade, dass er die Tür nicht aufkickt. Finde ich echt ein bisschen schade. Wir gucken mal, was wir uns leisten können. Also bei der Fitness. Lebensanzeige nix. Spritzenwirkung können wir uns auch nicht. Was ist denn Feuerrate? Was ist denn mit Reserve? Ich möchte ein bisschen mehr tragen können. Ja. Sollten wir mehr finden, dann. Spritzen kann ich mir nicht leisten. Granaten. Qualenbolzen. Okay, alles klar. Speicherplatz
fahre ich jetzt da drauf? Ja, ich spare jetzt mal darauf, auf die Spritzen, dass wir mehr Spritzen tragen können. Aber mehr Schrot können wir ja auf jeden Fall jetzt tragen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Hallo? Wenn es dazu überhaupt kommt. Und ich weiß, die Armbrust habe ich noch gar nicht so eingesetzt. Das weiß ich. Das sollte ich vielleicht mal machen. Erstmal. Kapitel 5. Innere Tiefen. Der Gang sieht schon mal sehr einladend aus. Was? Auf zu weinen. Super geweint. Mach mich nicht mit Schucke hier. Die ist so gerade da lang gelaufen. Ich hab doch keine Halluzinationen hier. Okay. Jetzt geht's los. Ich habe aber nicht geschossen, Leute. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich habe noch früh geschaltet, dass es eine Halluzination war. Okay. Also jetzt wird er wirklich ein bisschen mit Schugge. Schön. Ein leeres Zimmer. Ohne etwas. Auch wieder wunderschön. War ich jetzt da schon drin? Hm, auch nichts. Da hinten knurrt das doch schon wieder. Die Frage ist jetzt, ob das auch eine Halluzination ist. War anscheinend eine. Ich hab keine Ahnung. Was? 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 Was sieht mich? Ah, wieder so ein... Ah, fuck. Ich hab doch nicht so viel Money! Ja, Moment. Ich glaube, hier wäre eine Schrotflinte mal ganz angebracht. Die hat nämlich sehr schöne Streuung. So. Also ich finde das ja schon so, eigentlich reicht mir das schon. Aber wenn ich die Gegner noch nicht mal mehr sehe, dann ist's vorbei. Wir haben jetzt natürlich leider nicht mehr so viel. War ich jetzt hier schon drin?
Ach so, ja, da war der Chibi. Aber wir haben natürlich kaum Muni. Oh Gott, ne. Ich hasse Toiletten. Hallo? Viel Suppe bedeutet gleich viel Ärger. Wieso ist hier... Oh Gott, die Musik. Oh nee. Oh nee, ich warte. Sieht aus, als müsste ich nach unten. Ja. Ich wage mich zu erinnern. Ich wage mich zu erinnern, was jetzt kommt. Das ist sehr schlecht, denn wir haben kaum Muni. Ja, aber nichtsdestotrotz müssen wir ja nach unten. Ratte trägt die Statue auf dem Rücken. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich hätte das gern. Auch wenn es so ein Streichholz ist, ich hätte es gern. Was bitte? Ja, ich bin gleich. Komm gleich. Ich kann mal ein bisschen Kraft sparen. Der gute ist Kontrollpunkt. Sehr schön. Was ich sagen wollte, der gute ist ja sowieso nicht sehr... Hier brauchen wir eine Karte. Verschlossen. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Ja. Das hast du gut erkannt, Castellanos. Sehr gut hast du das erkannt. Aber die kriegen wir nicht so einfach. Ach so. Moment. Entschuldigung. Keine Gegner, wenn ich Gegner nicht sehen kann. Wo ist denn hier etwas? Hier noch einer drin. Gott sei Dank haben wir das mal. Doch was knurren. Aber es wäre ja ein Augensymbol da.
genommen. Wo ist jetzt die Karte hier? Vielleicht sollte ich mal die Tür nehmen. Hallo. Oh Gott. Tja, es ist nicht sehr befriedigend, nur zwei Schuss zu haben. Oh, ich und C und V, ne, Leute? Das ist so ein Ding der Unmöglichkeit. Scheiß Glotze. Ich mag keine Puppen. Ich mag keine Puppen in Horror-Games. Ich mag die nicht. Schlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gehörte einem Klinikmitarbeiter. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Ja, der arme Mann. Ich hoffe, der ist auch wirklich tot. Ruhe in Frieden. Aber ich habe die ganze Zeit noch so ein Knurren. Ihr könnt mich für bescheuert halten, aber... Zwei Spritzen haben wir, okay, also bin ja eigentlich noch gut dabei. Wieso geht die Tür auf? So mies, wenn man nichts sieht. Oh, ich zucke im ganzen Körper immer. Oh Gott. Ja, ich weiß, Leute. Ich stelle mich ein bisschen an. Aber ich habe ja schon vorgewarnt. Ich bin halt ein bisschen schreckhaft. Plus zwei Schuss ist echt. Gar nicht mehr zurück. Scheiße. Na, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt genügend Muni noch ein bisschen kriegen. Also, wir haben natürlich noch die Armbrust. Leute, dass ich gerade im Moment nicht so viel rede. Da ist schon wieder Rubik. Aber ich bin halt ein bisschen gerade angespannt. Wir kriegen Munition. Das heißt... Geräusche.
Kannst du nicht mal nach oben gehen, in ein Penthouse oder so? Es kann ja auch ein gruseliges Penthouse sein. Aber warum muss es immer nach unten gehen? Was kommt jetzt? Kontrollpunkt kommt jetzt. Mal da rein. Ja, gleich. Komm gleich. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome: stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung, gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Ja, und tot. Okay, ich war am Überlegen, soll ich das Teil nehmen mit dem mutierten Schwänzchen, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Okay, aber wir wissen ja jetzt, was los ist. Wir nehmen natürlich das Richtige. Und erlösen den Guten. Wir können das dann nochmal anschalten. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome: stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung, gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Mal da rein. Soll ich schon wieder so eine blöde Entscheidung treffen?
Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt. Er lügt seinen Sohn an. Sein eigenes Fleisch und Blut. Wie unverschämt. An einem besseren Ort? Dieser Heuchler. Dieser scheinheilige Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich wieder einmal bestrafen. Denn er hat uns unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden. Hält er mich für so blöd? Laura ist nicht tot. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Machen wir mal das. Okay. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Okay, jetzt verläuft alles zu dem Punkt. Jetzt muss ich nur noch das richtig machen. Ich hoffe. Was haben wir denn hier? Die Blume. Ach, Gott sei Dank. Tada, wir haben eine Tür. Oh, seht ihr den Bottich mit ganz viel Suppe? Ganz viel Suppe, freiwillig, was das Spiel gibt. Immer ein schlechtes Zeichen, wissen wir. Ach, hier ist aber auch gar nichts. Joseph, ich hab's gesehen. Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Du hast mich hergebracht. Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an. An wie. Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Ja, ich... Oh. Joseph! Da ist noch Suppe. Partner heilen. Na toll. Ich komme langsam wieder in Fahrt. Dann. Und da sind wir reingekommen, ne? Dann müssen wir da weiter. Ach, schön, die alten PCs noch. Das waren noch Zeiten. Wir müssen hier raus. Naja, was heißt schön? Halt schöne Erinnerung. Ey, renn doch nicht so vor, Meister.
mal ganz entspannt hier. Ja, ja, unser Joseph. Ich möchte die Muni. Nix, mit gar nichts. Super! Das wird mir auch, glaube ich, irgendwann nochmal zum Verhängnis werden. Ich wusste es. Ich hab's noch gesagt. Gibt dir noch irgendwas? Nö, gar nichts. Okay. Ja, ruht in Frieden. Hi Joseph, Mensch, du hast auf mich gewartet, bist ja nett. Joseph, komm her. Halt die Augen auf. Joseph. Nein! Fuck! Das wollte ich gar nicht. Oh. Ich wollte eigentlich, dass die ins Feuer rennen. Ja. Moment. Hi Joseph. Mach mal ein bisschen was, Joseph. Danke. Nein, doch jetzt ihn alle an, Meister. Ja. Zwei Schuss. Schön. Habt ihr Muni? Na, wenigstens etwas. Das ist zu gütig. So. Also ich weiß nicht, was die Putzfrau hier macht, aber definitiv nicht viel. Sehr schön, 16 Schuss haben wir wieder. Joseph ist immer noch topfit. Das freut uns. Du bist doch wirklich tot, oder? Voll? Ah, okay. Dann nehmen wir mal eine Spritze und nehmen die mit. Was? Ach, echt jetzt. Joseph, erschieß ihn. Los, Joseph! Joseph, 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 Joseph! Danke! Du hast nämlich unendlich Muni, ich nicht. Jetzt. Tschüss!
Tod! Tod bleiben! Munition, Munition. Qualmbolzen, ja, habe ich noch nicht so genommen. So. Aber hier. Was? Keine Müdigkeit vortäuschen, wollte ich gesagt haben. Hier ist nichts, oder? Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Ja. Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Mhm. Das wäre irgendein Gerät. Nein! Joseph! Joseph! Und wir haben dir noch eine Spritze gegeben. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ach, das fällt dir jetzt erst auf, dass was Merkwürdiges hier vor sich geht? Na, ich würde mal behaupten... Ach, hör auf hier zu husten, du kleine Memme. Mir geht's gut, keine Sorge. Während er hustet, sagt er das. Okay. Ja, Joseph, dann komm. Wir müssen ja fast sowieso eigentlich alles alleine machen. Joseph, kommst du? Okay, wir kriegen viel Muni. Viel Muni, denn wer heißt nichts Gutes. Also, mich freut's, aber... Wir müssen weiter. Ja, bleib mal ganz entspannt im Schlüpper. Suppe. Ich weiß nicht, wie viel Suppe ich habe. Irgendwas mit 11.000, oder? Ich hab's gewusst. Was hast du gewusst? Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Naja. Ich muss ja hier die Kackviecher besiegen, ja? Patienten sprechen von Missbrauch. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch nur Spritze des Eis... Spritze. Missbrauch nur Spitze des Eisbergs.
Patienten der Beacon Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht werden. Ja, und an jeder kleinen Schlagzeile ist ja ein Fünkchen Wahrheit dran. Ja, ich möchte mal schreiben. Sehr schön. So. Ja, es ist jetzt schon Mittag. Dementsprechend ist es jetzt, wie gesagt, nicht mehr dunkel bei mir. Aber ihr seht ja, das ist scheißegal, ob es bei mir hell oder dunkel ist. Ja. Nehmen wir die Lebensanzeige und nehmen wir die Sprintdauer. Na, Spritzenwirkung. Was wollte ich letztens machen? Dass ich mehr Spritzen tragen kann, oder? Aber gut. Machen wir sonst erstmal die... Wir haben... Das kostet 9.000 und 5.000. Da bin ich genügend. Wir machen mal die Lebensanzeige. Wir verbessern sie mal ein bisschen. Und die Spritzenwirkung, glaube ich. So, dann haben wir 2, 4. Dann ist das erstmal in Ordnung. So, ich habe erstmal voll. Volle Energie. Ich glaube, das. Nee, ich wollte jetzt nicht nochmal zurück. Es wird jetzt böse. Habe ich. Ich hab's. Ja, Kontrollpunkt. Ich spüre es. Ja. Ich kann mich leider erinnern. Holt mich aus diesem Ding raus! Ja, machen wir. Warte. Wieder eine Falle. Da. Einiges repariert. Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Ja. Warte, ich komme. Alter! Meine Güte. Da kommen sie. Wie viele von den Dingern sind das? Viele. Oh! Das war ja unfair! Ja, backt mich doch fest hier. Hast du Verbandszeug? Ja. Oh.
Oh, nee. Bin ich aber langsam sauer hier. Mann. Achtung, die haben Dynamit. Wie, die haben Dynamit? Fuck. Was denn? Kontrollpunkt? Ja. Was geht denn? Wir müssen Kidman retten. Wie kann ich die nochmal retten? Sebastian, sie sind über uns. Ja, gut. Deckung, sie schießen. Ah, fuck. Wow, und ich bin tot. Schön. Ja, ich kann mich leider, Herr Gottes, noch dran erinnern. Was machst du da, Alter? Wir rätseln uns erstmal eine rein. Sebastian, sie sind über uns. Deckung, sie schießen. Ach, leck mich doch, Mann, Alter. Oh, ich stehe schon davor. Die haben Dynamit. Ja. Alter, ey. Oh, ich weiß. Alles. Ich weiß. Alles? Da ist noch was in der Nähe. Es kommen noch mehr. Ja, natürlich kommen noch mehr. Spiel nicht den Helden. Zurück. Mann! Alter, wie viel frisst der? Komm! Ja, der Alte hat sich da festgebackt, das tut mir aber leid. Ups. Und zack. Und letzter Schuss. Und ja. Jetzt werde ich aber langsam hier sauer. Achtung, die haben Dynamit. Na, natürlich haben sie Dynamit. Geh weg. Und dann scheiß hier. Kidman braucht Hilfe. Komm schon! Verdammt, das war knapp. Das solltest du dir mal ansehen. Was soll ich mir ansehen? Kannst du es nicht machen? Joseph kann auch gar nichts. Nix. Ich mach das gleich. Die wird schon überleben. Die schafft das schon. Gleich stirbt sie. Dann lache ich mich aber schrott. Dann würde ich mich echt Schrott lachen, Leute. Ich möchte erstmal wirklich Munition sammeln. Das ist wirklich gerade sehr wichtig. So.
eine Spritze reinzwiebeln. Eine Spritze nehmen. Ja, den Qualmbolzen. Ich ignoriere ihn immer sehr gerne noch. Aber ich verspreche, ich werde ihn noch mal benutzen. Aber wie seelenruhig ich erstmal die Suppe hier einsammle. So, ja. Ich krieg das nicht auf. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Die Zeit läuft ab. Wohin gehen die Kabel? Ich gehe. Was soll ich tun? Muss noch ein Bedienfeld geben. Ja. Nein. Wir müssen weiter. Ich habe keine Zeit jetzt für euch, Leute. Schau aufs Bedienfeld. Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere auf 5. Zweiundzwanzig oben und 5 unten. Ja, geht denn das? Ja. 22 oben und 5 unten. Ja. Lass mich gehen. Leb doch noch. Die ist nicht so eine Pussy wie du. Na klasse. Joseph, Kidman. Oh mein Gott, nein. Ja, ich komme gleich. Euch hinterher. Geht sofort los. Komme ich hier lang? Hier komme ich nicht lang. Schade, aber. Hier ist nichts, oder? Nein. Halte durch, ich komme! Ja, ja, ich komme sofort. Granate. Stimmt, Granaten haben wir auch noch. Vergesse ich auch immer. Ups, ich sollte mal vielleicht ein bisschen nach vorne gucken. So. Ich gehe mal ganz kurz noch mal. Zurück. Ich will keine Muni verschwenden. Da ist Muni drin. Hier kann ich nichts sehen. Ich möchte jetzt ungern. Ach, das ist so eine blöde Statue. Ich glaube, das ist auch so ein Sammelschnickschnack. Das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Aber wie gesagt, das, was ich sehe, nehme ich mit. Alles andere
lasse ich liegen. Ich habe jetzt eine lange Pause gemacht. So, aber ich weiß, Leute, ihr wollt jetzt sehen, was ist. Also, untersuchen. Und was ist? Er sprengt runter. Kontrollpunkt, ja. Wo sind die hin? Wo sind die hin, ja. Das sieht schon wieder sehr einladend hier aus in dieser Suppe. Doch nicht nach, Alter. Nein, nein, nein. Boah, ey. Es steht vor mir. Er steht vor mir, Leute. Ich krieg hier noch einen Film. Ich möchte keine Fackel haben. Muni, ja. Fackel, nein. Aber mal einmal ganz kurz gucken. Laden wir jetzt einmal schon mal alles nach. Wo geht's jetzt weiter? Lecker. Aber ihr scheint ja tot zu sein. So, Suppe möchte ich haben. Sammeln, sammeln, sammeln. Bis es kein Morgen mehr gibt. Joseph! Das war bestimmt Kidman, das war nicht Joseph. Ui. Muss ich da runter? Kidman, wo bist du? Ich habe jetzt wieder den einen Weg, wo es gerade ausging, habe ich jetzt gelassen. Aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Hoffe ich zumindest. Nächster Kontrollpunkt. Okay. Jetzt ist es, glaube ich, brenzlig. Brennt. Alle? Moment. Alles okay bei euch? Alles klar. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Na Gott sei Dank. Sebastian. Ja, Sebastian. Sebastian ist hier. Sebastian. Was denn? Ich bin doch da. Huh?
Wenn du nicht gekommen wärst. Ah, warte. Da wärt ihr verloren gewesen. Definitiv. So. Und was ist jetzt nun? Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Okay, Mädel. Mit solchen Absätzen, Leute. Es kann mir keine Sau erzählen. Tut mir leid. Tut mir leid. Echt nicht. Ob jetzt vom FBI oder sonst irgendwas. Eine Büroschipse, ja. Aber niemals eine im Außendienst. Die trägt niemals solche Hochhalte. Weiter jetzt. Schuhe, aber okay. Naja, soll ja der Sexiness halber ein bisschen sein. Ist ja auch in Ordnung. Besonders, man sieht ja auch hier im BH durch. Also, ne? Ein bisschen was für die Männer zum Gucken. Gott sei Dank, ihr seid okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Oje. Oh nein! 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 Noch eine dieser Türen. Mhm. Noch eine dieser Türen. Oh Gott, das ist eine Puppe. Okay. Musa. Ja, ich möchte lesen. Bitte. Hochzeitseinladung. Detective Sebastian Castellanos und Detective Myra Hansen würden sich sehr über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, den 17. September 2005 um 12.30 Uhr im De Veranda Hotel in Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Das ist aber sehr schön. Das freut uns für den Empfang. Ich gehe mal kurz gucken. Sebastian? Ja? Da? Haben Sie etwas vergessen? Ich habe nichts vergessen. Fernando. Vermisst. Fernando Cabrera? Ein Psychiatriepatient, der aus der Beacon-Nervenklinik geflohen ist. Er ist krank und muss rund um die Uhr betreut werden. Haben wir den hier schon mal gesehen? Gemeindemitglied gefunden. Vermisstes Gemeindemitglied in Nervenklinik gefunden. Unfassbare Anschuldigung. Gemeindemitglied Fernando Cabrera war 8 Jahre lang verschollen und wurde jetzt in der Beacon Nervenklinik gefunden. Er behauptet, die Gemeinde sei eine Art Kult gewesen. Ja, würde ich sofort unterstreichen. 4.400, das ist ja nicht viel. Können wir überhaupt was kaufen? Das ist die Frage. 10.000 für die Lebensanzeige, 9.000. Ja. Nö. Das kommt nicht. Da müssen wir noch ein bisschen sparen, ne? Das, was wir haben wollen, ne? Da müssen wir auch ein bisschen für sparen. So. Dann trage ich mich aber hier nochmal ein. So. Innere Tiefen. Annehmen. Sehr schön. Wunderbar, Lady. Vielen, vielen Dank, Mathilda. Es ist immer wieder eine Freude, dich zu sehen. Aber ich würde sagen, ich beende hier jetzt diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein kleines Däumchen da oder sogar gerne ein Abo. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ha.
Haut rein, Leute. Tschüss.